Das ist schon sehr gut, ja. Allee der Laternen. Okay. Hallo. Meine Mutter muss ganz in der Nähe sein. Ich kann ihre Energie spüren. Hippie. Schnell repariere die Brücke, ehe sie wegtragen. Okay. Die Rüstung ist durch ein magisches Kraftfeld gesichert. Ich habe leider keinen Zugriff, zumindest nicht ohne Magie. Das ist doch eine Magierin, bitte sieh doch. Eine Spitzhacke. Was haben wir hier? Eine unsichtbare Existenz hat diesen Platz heimgesucht. Natürlich. Was haben wir hier? Dafür brauche ich eine ganz spezielle Waffe. Hey, wie wär's, wenn du dein scheiß Feuerdolch nicht weggeworfen hättest? Oh, hast du ja gar nicht. Das erste Spiel, das mal nachdenkt. Es wirft nicht sofort die Sachen weg. Ah, die Metallkiste sieht wie ein verborgener Schatz aus. Sie lässt sich nur mit einem dreizinkigen Schlüssel öffnen. Dreizinkig? Seriously? Oh, eins von drei Runen. Und eins von zwei Ruder. Was ist das hier? Ein Bootshaken. Natürlich. Verlässlich aus. Hey, oh, Blatt. Ahorn, 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 Ahorn. Okay, dann eben nicht. Ich sehe das nächste Ruder, ich sehe die nächste Rune. Tja, die Brücke sieht eigentlich ganz solide aus. Es fehlt nur die Trittfläche. Toll. Vielleicht ändert sich das, wenn ich die fehlenden Runen finde. Okay, weil das Sinn ergibt. Ach so. Ach so, die Sammlung ist noch nicht vollständig. Mist, da komme ich nicht ran. Ja, vielleicht mit deinem fucking Bootshaken. Haha. Ach, da war eine Rune drin. Okay. Schönes Geswitcher. Ist hier unten noch was? Ne, das ist dieser dreizinkige Slittle. Kraftfeld. Ne, sonst ist hier, glaube ich, gar nichts mehr. Hier ist die letzte Rune. Wie bekomme ich die da raus? Mit einer Spitzhacke. Zack. Und zack. Erstmal dran rumgerieben. Passt schon. So, dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt die Runen einsetzen, die natürlich die Brücke wiederherstellen. Ich meine, hey, ergibt Sinn. Cool. Do you wish to find your mother? Dieses Ding, es hat Prinzessin angegriffen. Hoffentlich geht es ihr gut. Sie sieht. Sie scheint ziemliche Achseldämpfe zu haben. Dieses Biest hat Prinzessin verletzt. Ich muss Medizin für sie besorgen. Okay. See der Tränen. Was ist das denn? Hol so ein Strauß. Hilfe! Da ist. Das ist Angel. Etwas zieht ihm auf den Grund des Sees. Hä? Das ist eine Statue? Hä? Oh. Es ist eine Statue. Sein Blick, er ist so leer. Es ist ja auch eine Statue. Komm schon, so. Erstmal duschen. Was für ein kraftvoller Wasserfall. Sein Fluss kann nur mit einem Zauber gestoppt werden. Warum muss hier alles mit einem Zauber gestoppt werden? Jemand hat die Anleitung zerrissen. Ja, super. Die Anleitung, wie man den Wasserfall stoppt, oder was? Diese magischen Kraftfelder verhindern jeden Zugriff. Dagegen hilft nur Zauberkraft. Natürlich, gegen alles hilft Zauberkraft. Hast du einen Pickel auf der Nase? Dagegen hilft nur Zauberkraft. Kaka! Und zeigst du mir deine wunderschönen Federn, wenn ich auf deine Schokoladenseite komme? Okay. Feuerdolch. Damit komme ich nicht weiter. Schade. Ruderfrischen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Der stirbt ja gar nicht. Das gehört auch noch dazu. Ja. Totenköpfe. Eine unsichtbare Existenz hat diesen Platz heimgesucht. Ja, meine Güte. Dagegen hilft Zauberei. Da komme ich nicht dran, auch nicht, wenn ich mich auf Zehenspitzen stelle. Ja, dann benutzt doch nochmal deinen Bootshaken. Ha, es geht sogar wirklich. Was auch immer das ist. Ah, noch ein Wimmelbild. Ich so, einfach nur so ein Klumpen Scheiße an einem Ast.
Wie geil. Eigentlich keine schlechte Idee, finde ich irgendwie cool. Eine Hutnadel. Eine Medizinflasche. Eine Maske. Ich denke mal, die Medizinflasche wird sie dann brauchen. Hier haben wir die Faunenfeder, ein Marienkäfer. Ein Pilz. Sogar drei Stück brauchen wir. Ist das noch einer? Nee. Noch ein Pilz. Nee, das ist der Keks gewesen. Okay. Okay, was haben wir hier? Nö. Eine Zeichnung eines Pilzes ist auch nicht schlecht. Ein Amulett. Eine Uhr. Auf diese Uhr kann man keine Zeit lesen. Tragisch. Da sind die Zeiger. Taschenuhr. Was brauche ich jetzt noch? Ein Schiff? Hier haben wir einen Schlüssel. Nee, okay. Eine Schnecke. Ein Ring. Der Ring ist irgendwo noch versteckt. Kleeblatt. Ein X. Aha. Hier was? Nee, da ist der letzte Pilz. Mhm. Ein Schiff. Hier ist der Ring wahrscheinlich drin, ja. Das ist offensichtlich so und ich sehe es nicht. Ein Schiff. Ah, da war es ja. Ja, das brauche ich bestimmt noch. Medizinflasche ohne Medizin. Oder ist da was drin? Na, gucken wir doch einfach mal. Oh, es tut so weh. Hier bitte. Da war ein Tropfen noch drin, gerade so. Oh, ich fühle mich schon viel besser. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ja. Das hat mir nichts gebracht. Hier ist alles verzaubert, selbst der See. Ja, dann mach was dagegen. Bist du nicht irgendwie eine Zauberin? Was können wir denn so ein Knochenkelch? Engelsstatue. Der Blick ist so leer. Feuerdolch. Ich find's cool, dass wir den Feuerdolch so lang behalten, aber unser Bootshaken ist weg. Ups, keine Chance. Na gut, dann nicht. Dann nicht? Tö. Noch mehr Unkraut, aber ich habe genau das richtige Werkzeug, um ihn in Chaos zu machen. Na klar, Mann, Feuerdolch. Schlitz. Wenn ich dich nicht hätte, den darf ich nie wieder ablegen. Beste Waffe. Ich habe ihn sogar wirklich noch. Sehtüchtig würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, sieht ein bisschen überschwemmt aus. Dann nehme ich halt den Kelch. Ernsthaft. Mit einem Kelch. Gut, solange es funktioniert, hier hast du dann die Ruder. Und los geht's. Na dann, auf geht's. Okay. Sag ich doch, sie ist eine Magierin. Unglaublich! Ich habe zwar vom alten Schloss der Elfen gehört, aber ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich es einmal zu Augen bekomme. Das ist ein Schloss. Das sieht aus wie ein Ameisenhaufen oder so. Okay, gehen wir hin. Okay. So magic, it's tragic. Prinzessin hat versucht, uns Zutritt ins Schloss zu verschaffen. Leider hat ihre Zauberkraft nicht ausgereicht. Die versucht die ganze Zeit immer wieder. Schon wieder dieses Scheißfeld. Wieder das Kraftfeld. Ja, langsam wird's nervig. Was ist das denn? Da hilft der Feuerdolch. Irgendwas stimmt hier nicht. Krieger ziehen nicht nackt in die Schlacht. Naja, nackter als der geht's ja gar nicht. Ja, vor allem voll der Hinweis. Voll billig. Voll das so eine Silhouette drumherum. Dieser Ort ist schrecklich und wunderschön zugleich. Oh Mann. Kann ich hier drauf gehen? So. Handschuh. Was ist denn das? Es ist ein magischer Handschuh. Vielleicht sollte ich ihr den magischen Handschuh geben. Was haben wir hier noch? Sieht so aus, als ob sich hier ein Wachhund halten. Ob sie hier im Wachhund... Das da? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist schon tot. Einige Gegenstände werden durch ein magisches Kraftfeld von deinem Zugriff geschützt. Der magische Handschuh aus deinem Inventar neutralisiert dieses Kraftfeld. Hui! Ist ja geil. Wieder das Kraftfeld. Ja, dann neutralisier es halt. Ah.
Okay, dann können wir jetzt eine Menge sammeln. Zum Beispiel auch hier. Eine unsichtbare Existenz, ja, bla bla bla. Komm. Inventar. Geh weg. Oder, okay. Kann ich jetzt mit dem Handschuh es aufhalten? Okay, damit komme ich nicht weiter. Aber wir haben hier noch mehr. Wir hatten hier noch was. Das da? Das ist jetzt voll offensichtlich. Das glitzert ja einen voll ins Gesicht. Irgendwo war doch hier noch eins. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Die Truhe habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Hier ist so ein Drachensymbol, glaube ich, drauf. Die Truhe ist abgeschlossen. Ich muss finden, was hier reingehört. Feuer durch. Nee. Okay. Nee, hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. Hier ist wohl nicht. Ach ja, hier oben war das, ne? Genau. Voll das Schwert. Zack, weil ich natürlich da rankomme. Cooler Jump, Kollege. Okay, dann haben wir ja seine Ausrüstung. Hier bitte da dein Helm. Schick. Jetzt wird er lebendig und tötet uns. Ach, er braucht noch eine Rüstung. Ja, hier, glaube ich. Nee. Ich versuch's immer wieder. Irgendwo muss es also noch was geben. Eine Rüstung. Eine Rüstung. Willst du vielleicht beiseite, wenn ich dir den Feuerdolch ins Gesicht ramme? Ach ja, wollte er ja nicht. Stimmt ja. Diese magischen Kraftfelder verlieren jeden Zugriff dagegen. Hilft nur Zauberkraft. Ach so, da ist eine Rüstung. Ach, Pfeil und Bogen ist das. Lagst du im Wasser? Oh nein! Bitte hilf mir! Das sieht so scheiße aus. War es das, was du brauchtest? Oder bräuchtest du wirklich nur eine Rüstung? Nee, nur noch ein Pfeil und Bogen. Nee, doch, auch noch eine Rüstung, oder? Krieger ziehen nicht nackt in die Schlacht. Ja, meine Güte, so nackt ist er doch gar nicht mehr. Ist da ein Totenkopf auf dem Mond? Scheint so irgendwie sein, zumindest so aus. Was haben wir sonst noch? Kraftvoller Wasserfall. Haben wir hier irgendwie noch was? Nee. Unsichtbare Existenz. Unsichtbare Existenz. Wow. Die Existenzen der Unsichtbarkeit. Ups, keine Chance. War hier wirklich nichts mehr? Ah. Wie es einfach voll sichtbar auf einmal wird. Voll gemein, eigentlich voll cheaten. So, jetzt haben wir aber alles hier. Jetzt kannst du nichts mehr sagen. So. Aha. Was ist das denn? Juwelen. Ich dachte schon, ey. Please, take this book. It's not as much as you deserve, but it will bring statues to life. Fair enough. The book holds powerful magic, and I trust that unlike I have in the past, you'll use it only for good. Just remember, it only works on statues that are finished. Okay. Büchlein. Meine Zauberkraft reicht nicht aus. Sie müssen das Tor mit Gewalt öffnen. Sie müssen das Tor mit Gewalt öffnen. Ist das denn eine Statue? Buh, irgendwas stimmt hier nicht. Muss ich jetzt das... Ne, die ist... vollständige Statuen. Damit komme ich hier nicht weiter. Die da, oder was? Ne, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich habe jetzt Juwelen. Hier bringt das mir nichts. Aber hier gibt's ja auch gar nichts mehr sonst, ne? Nee. Nee. Vielleicht hier war noch was? Nee, das war dieser dreizinkige Key. Ups, keine Chance. Aber schöne Atmosphäre hier. See der Tränen. Ach so, Statue, natürlich. Natürlich. Ich muss sie reparieren, bevor ich versuche, sie zu beleben. Wie reparieren? Was willst du denn reparieren? Da ist doch nichts kaputt. Ja, hier, Juwelen, da. Aha. So. Wingardium Leviosa.
Es lebt! Es lebt! Der Babbo. Jeder da so geht so, hey Angel, kann sich wirklich bewegen. Jeder da so geht so, ja Mann, ich hab's geschafft. Der geilste Mann. Oh Mann. Okay. Treppe, noch eine Rüstung. Die nicht ganz vollständig ist anscheinend. Die Mucke. Du bist scheiße. Auf dem Bild sieht sie ganz anders aus. Egal. Was haben wir hier? Hey, da ist ein Irrlicht. Ach, ich habe meinen Handschuh gar nicht mehr. Wie schön. Kann ich das nehmen? Nö, nö, nö. Irgendein Baum. Irrlicht. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh, diese Eises, Kälte ist nichts für mich. Aber ich weiß, wem sie mir nichts ausmacht. Ja, wahrscheinlich dein Kumpel Angel. Eine unsichtbare Existenz hat diesen Platz heimgesucht. Na, wer hätte das gedacht? Treppe. Wer seid ihr Gesellen denn? Und sie versteckt sich da, natürlich. Keine Chance. Selbst ein Royal Detective kann diese Baumarmee nicht bezwingen. Ich brauche Hilfe, weil ich nicht Chuck Norris-mäßig genug drauf bin. Selbst ein Royal Detective kann, als ob der so Superkräfte hätte. Und sie versteckt sich da. Diese Baumriesen sind kaum zu bezwingen. Das schafft Prinzessin nicht allein. Wir brauchen die Hilfe der Kriegerstatuen. Oder wirf den fucking Feuerdolch auf sie. Ich meine, sie sind aus Holz. Aha. Wie traurig. Viele Elfen mussten hier erleben lassen. Auch dieser arme Harfenspieler. Warum trägt der Harfenspieler eine Rüstung? Man wird es nie herausfinden. Oh, ich habe seine Harfe genommen. Na egal. Was macht die Harfe hier? Du hast eben gesagt, es ist ein Harfenspieler. Warum fragst du jetzt, was die Harfe hier macht? Naja, egal. Diese Logik. Was haben wir hier? Sexy. Was für eine eklige Pflanze. Da hilft nur in Luft auflösen. Na dann, tschüss. Ne, wie, nicht ganz. Ich sollte es mit Chemie versuchen? Die hat voll die Knochen. Die ist wirklich voll eklig. Hier, Buch des Lebens. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, natürlich. Natürlich. Bitte geh zu diesem Schauplatz, Saal der Helden. Hä? Willst du jetzt das? Okay, na gut, so mache ich gleich, keine Sorge. Eine unsichtbare Existenz hat diesen Platz eingesucht. Oh nein, wer hätte das gedacht? Saal der Helden. Ich habe jetzt eine Harfe. Wer braucht denn eine Harfe? Brauchst du eine Harfe? Nee, damit komme ich nicht weiter. Brauchst du eine Harfe? Nö. Ich denke mal, du brauchst keine Harfe, sondern eher einen Helm, einen Kopf, aber... Gut, ups, keine Chance. Zum Saal der Helden soll ich gehen, um hier was zu machen. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Seelenurne. Ah, damit kann ich wohl das Irrlicht fangen. Bitte bringe unsere Seele zurück zu ihrer Ruhestätte. Ja, natürlich. Tschüss. Ich hole erstmal das Irrlicht. Falls ich es hier einfangen kann. Ich denke aber schon. Nee, damit komme ich nicht weiter. Kann ich das Schwert nehmen? Nein. Hey, das ist ein Irrlicht. Hier, Harfe. Ups, keine Chance. Die sind ja alle nicht vollständig, also bringt das Buch ja auch nichts. Außer er eigentlich. Na gut, ihm fehlt ein Arm. Und wo ist dieser komische Angel jetzt hin? Erst tut er so einen auf Babbo und dann verpisst er sich. Ich kann es nicht mit ihnen aufnehmen, aber ich weiß, was zu tun ist. Ja, dann sag's mir. Dann sag's mir doch bitte. Hafenspieler, Seelenurne. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ist mir schon aufgefallen. Och, die Leiter kann ich nehmen. Sehr schön. Irgendwo muss ich die Leiter wohl anstellen. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Irgendwas stimmt hier nicht. Natürlich.
kratzen. Ach, schon viel besser. Ach so, okay, das ist auch das. Ich wirf eine Leiter rein. Ich spiele Harfe. Eine Seele. Eine Seelenurne. Muss ich irgendeinem Vieh jetzt Leben einhauchen? Könnte natürlich auch sein. Oder habe ich das schon versucht? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier soll ich ja auch hin angeblich, laut diesem Ding hier.